Hier eine Aufgabe zur Kostenfunktion. Wie immer können Sie das Video hier anhalten und die Aufgabe lösen. Kommen wir zur Lösung. Die Kostenfunktion setzt sich zusammen aus den Stückkosten mal der Menge plus den Fixkosten. Im Juni und Juli sind die Fixkosten und die Stückkosten gleich. Das heißt, die Gesamtkosten unterscheiden sich nur aufgrund der Menge. Dementsprechend bilden wir die Differenz aus der Stückzahl von Juli und Juni 2400 minus 1800 gleich 600 und die Differenz der Gesamtkosten von Juli und Juni mit dem Ergebnis von 198.000. Diese Differenz der Gesamtkosten teilen wir durch die Stückzahl, damit erhalten wir die variablen Stückkosten. In unserem Fall ergibt das 330 Euro. Jetzt können wir die 330 Euro in die Kostenfunktion einsetzen und erhalten mit den Gesamtkosten eines Monats, der Menge eines Monats, unseren errechneten Stückkosten von 330 Euro, die Fixkosten. Denn das ist nun die einzige Variable, die uns fehlt. Somit erhalten wir die Fixkosten mit 450.000 Euro und eine Kostenfunktion, die sich aus den Stückkosten mal Menge plus Fixkosten zusammensetzt und 330 mal M plus 450.000 Euro beträgt. Kommen wir nun zur Teilaufgabe B. Dort wird der Verkaufspreis, die Gewinnschwelle und der Beschäftigungsgrad gewünscht. Den Verkaufspreis erhalten wir, indem wir das Betriebsergebnis nehmen und dort den Erlös minus die Kosten uns anschauen. Denn im Erlös ist die Menge und der Verkaufspreis enthalten. Im Juli erzielen wir 30.000 Euro Gewinn. Bei Kosten von 1.242.000 Euro. Das heißt, wir erzielen einen Erlös von 1.272.000 Euro. Diese Erlös geteilt durch die Menge von 2.400 Stück im Juli ergibt einen Preis von 530 Euro pro Stück. Die Gewinnschwelle erhalten wir, wenn wir Kosten gleich Erlöse setzen. Dementsprechend nehmen wir unsere Kostenfunktion aus Teilaufgabe A und unsere Erlösfunktion, die wir gerade erarbeitet haben, mit einem Preis von 530 Euro pro Stück. Beide setzen wir gleich und damit erhalten wir M, die Menge, mit 2250 Stück. Bei dieser Menge erzielen wir 0 Euro Gewinn. Die Kosten sind gleich den Erlösen und wir erreichen dort die Gewinnschwelle. Weiterhin ist dann noch der Beschäftigungsgrad gefragt. Hierzu berechnen wir uns die Stückzahl für einen Beschäftigungsgrad von 1%. Das machen wir, indem wir die Stückzahl von Juli und Juni voneinander abziehen und die Prozentzahl, also den Beschäftigungsgrad von Juli und Juni. Beide Ergebnisse teilen wir durcheinander und erhalten 30 Stück. Das heißt, bei einem Beschäftigungsgrad von 1% werden 30 Stück produziert. Jetzt werden an der Gewinnschwelle allerdings 2250 Stück produziert
Und dementsprechend haben wir einen Beschäftigungsgrad von 75%. In Teilaufgabe C werden die variablen Stückkosten um 10% gesenkt. Und wieder wird nach der Menge an der Gewinnschwelle gefragt. Dementsprechend nehmen wir die Stückkosten und senken sie um 10%. Das heißt, die Stückkosten betragen nun nur noch 297 Euro. Wieder in unsere Formel eingesetzt, Gesamtkosten gleich Erlöse ergibt in diesem Fall 1931,33 als Menge und somit 1932 Stück, um die Gewinnschwelle zu überschreiten.